Moin und damit willkommen zur nächsten Runde Day of the Tentacle, weil mein lieber Freund Busch sich so sehr wünscht, dass ich Day of the Tentacle hier durchziehe, machen wir das natürlich auch weiter. Und heute müssen wir mal schauen, wo haben wir es jetzt mal aufgehört? Ich glaube, wir standen irgendwo in der Küche. Dann... Na, was ist los? Jetzt geht's weiter. So, wir wollen das Spiel laden. Und zwar 11.8., 11.9. Echt, haben wir am 11.9. das letzte Mal gespielt? Offenbar, 11.9.2028. Na dann! So, jawohl, wir stehen in der Küche. Entkoffeinierter Kaffee, Koffeinkaffee, Kaffeemaschine, Mikrowelle. Was haben wir eigentlich alles im Inventar? Wir haben einen Zettel, wir haben Tippex. Verwende Zettel mit Tippex. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Nein, okay. Schweizer Buch. Das ist gegen das Gesetz. Textbuch. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Okay. Wir haben die Gabel. Können wir die irgendwie mitnehmen oder so? Hoppa, falscher Knopf. Hallo. Eigentlich kann man das nicht direkt eine Gabel nennen. Nehmen. So. Ziehen. Öffnen. Öffnen. Die fasse ich nicht an. Diese okay. Dinger haben so ihre Schwächen. Okay, okay, okay. Kaffeemaschine. Entkoffeinierter Kaffee. Aha. Koffeinierter Kaffee. Also Kaffee mit Koffein. So, 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 so. Sonst ist hier nicht viel, oder? Nee. Da ist noch eine Tür. Gehen wir doch mal da rein. Trockner, Münzschlitz, Trockner. Wir haben eine Münze. Do not sit on the machine. Four scale cats. Waschmaschine. Hier passiert aber auch nicht viel. Schrank. Schrank öffnen und Trichter. Nehme den Trichter. Trichter nehmen ist immer gut. Boah, und viel mehr gibt es in dem Raum auch gar nicht. Trockner öffnen. Nichts drin. Okay. Dann schlage ich vor, gehen wir wieder raus. Fru-Fru Smaragd gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Das muss Tentakel gewesen sein. Runde Abdrücke. Na gut, gehen wir einmal hier raus. Ich will diesen Clown immer noch ziehen. Ziehen haben wir noch nicht. Uso macht mir Angst. Okay. Dann Schwingtür, Uso der Clown. Kamin. Benutze Kamin. Man kann den Kamin benutzen. Oh! Oh, eine Abkürzung aufs Dach. Okay, Weihnachtsbeleuchtung. War die vor? Wie schöne Weihnachtslichter. War die schon da, als wir das letzte Mal gespielt haben? Willkommen auf dem Scherzartikelkongress. Flaschenzug. Wir haben nichts, was man damit irgendwie verwenden könnte, ne? Nee. Okay, gehen wir nochmal hier oben rein. Wir brauchen ein Stück Stoff, damit wir die Fahne machen können. Wir wollten ja das letzte Mal... Ich will mich nicht überanstrengen. Wir wollten ja das letzte Mal feststellen, dass wir einen Fahnenentwurf machen. Warte mal, das ist ein anderes Zimmer hier oben. Das ist ein anderes Zimmer als das letztes Mal. Wieso waren wir hier noch nicht? Ich wette, selbst im Gefängnis gibt es bessere Räume. Okay, interessant. Öffnen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Da ist wieder eine Falltür. Sonst ist hier aber auch nichts. Okay, machen wir die Falltür auf. Wo kommen wir jetzt hin? Hä, das sieht aus wie da, wo das Pferd vorhin war, nur dass jetzt hier kein Pferd ist. Ich bin einigermaßen verwirrt. Ah, das ist der Überwachungsraum. Hier hat sich vorhin...
Hier hat sich vorhin das geändert gehabt. Okay. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Wir müssen mit einem anderen Bernard Bernoulli verwechseln. Nein, nein, mein Name ist Fleetwood. Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Nö. Ich versuche einen Tentakel von Diktatur abzuhalten. Ja, finde ich gut. Ich versuche einen Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön. Wie geht's Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Ich meine, mich zu erinnern, dass wir die irgendwie hier vertreiben müssen, damit wir irgendwas hier anstecken können. Aber seht ihr hier oben den Typen, der sich die Pistole an den Kopf hält? Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Und der schläft da ganz entspannt. Warte, was ist denn das? Da ist das Tresorbild offen, okay. Was ist das schlimme Schlafwindel? Er ist auf Schlafwandel aufzuhören. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Oh nein! Das Spiel, das wir gerade spielen, meint sie. Und der ist der Safe. Oh nein! Okay, aber ich glaube, das führt hier nichts. Ich lasse sie dann mal mit ihrer Arbeit weitermachen. Ich glaube, das führt zu nichts. Wir machen anders weiter. Alter, die ist schon ein bisschen creepy, ne? Monitor, Video, Monitor. Gucken wir uns mal den Typ da oben an. Etwas Seltsames passiert hier. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will das Videoding benutzen. Ziehen. Okay, ich darf nichts machen. Okay, wir verlassen die Gute mal fürs Erste und dann gucken wir, was hier drüben ist. Hey, wer bist du denn? Der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Edison? Richtig? Natürlich, Bernoulli. Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts. Aber ich kann mich an viel aus dieser Periode erinnern. Entschuldigt. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Okay, also muss die Materie auch aufgegeben. Hat es irgendetwas mit einem Hamster zu tun? Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Kann das sein, dass er ein bisschen strange ist? Der macht mir ein bisschen Angst. Nette Sammlung, kann ich sie haben? Süßer Hamster, kann der Kunststückchen? Süßer Hamster, kann der Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. So, was machen wir hier? Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Das ist gut. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Irgendwie, ich kann nicht genau sagen warum, aber irgendwie möchte ich den Hamster haben. Okay, ich habe ja meine Briefmarken. Wieso werde ich durchsichtig? Ich mach's mal ein bisschen dunkler hier. Ich habe doch keinen grünen Bart. Ich habe auch keine grünen Haare. Was ist denn hier los? Wartet mal, so. Okay, ich glaube, die Diskussion mit dem hat auch nicht so richtig. Nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Hat auch nicht so richtig Tauch. Mit dir. Und wir gucken mal, ob wir... Nein, was habe ich getan? Spiel fortsetzen. Um Himmels Willen. Können wir mit dem Hamster was machen? Wir haben ihn genommen.
So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Hallo, kleiner Computer. Ich respektiere dich, obwohl du nur 64K Speicher hast. Lustig. Verrückter. Ich wollte gerade sagen, Verrücke. Okay, ja, dann gehen wir wieder raus. Aber wir haben einen Hamster eingesteckt. Leute, wir haben einen Hamster. Wenn man Hamster hat, ist die Welt doch gleich ein Stück besser, oder? So, jetzt haben wir hier die ganzen Türen. Das sind alles die gleichen Räume, letztes Mal nur ganz anders. Grün. Bernhard! Grüntentakel! Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Was das, was Purpur jetzt macht? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Wie geht's deiner neuen Band? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Okay. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Schmeißt der alte Frauen die Treppe runter? Ich will es nicht beschwören. Aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Oha, bis später. Oha. Ja, viel Glück. So, beim Weltall, was haben wir denn noch hier im Raum? Lautsprecher. Zu schwer. Nein, die Anlage würde kaputt gehen. Oh. Wow, das ist laut. Was war das? Hat sich gerade die Pizza von der Decke gelöst oder was war das? Ja, das ist okay. Lass die Musik ruhig mal laufen. Bowlingkugel? Das ist zu schwer für mich alleine. Mauseloch? Alter! Es ist ziemlich klein. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ich will die Welt nicht erobern. Ich glaube, viel mehr können wir hier nicht machen. Dann gehen wir mal durch die Tür. Und gucken mal im Nebenraum. Alter, die Musik dröhnt hier durch die Hütte. Das gibt's ja nicht. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Bang. Nice. Kann ich richtig machen. Okay. Nein, ich wollte doch. Na egal. Reste. Ich kann das von hier nicht gut sehen. Zaubertinte. Tinte ist gut. Wir wollen ja eine Flagge malen. Von hier aus kann ich ihn kaum sehen. Ich kann es von hier nicht so gut sehen. Ah, wir brauchen diese Pistole, glaube ich. Kommt eine lustige Fahne aus der Mündung und entfaltet sich. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne, deprimierend, oder? Vielleicht kann ich dich aufheitern. Nette Musik spielen sie hier, oder? Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verletzt. Das ist das Mauseloch da hinten. Da ist das Mauseloch aus dem Nebenraum. Lass uns über Philosophie reden. Okay. Vielleicht kann ich dich. Ich glaube, ich kann gerade nichts für ihn tun. Keine Sorge, ich würde nur wieder depressiv werden. Aber vielleicht hilft ihm ein flauschiger Hamster. Wenn wir jetzt hier nochmal reingehen. Und wir nehmen aus dem Inventar unseren Hamster. Okay, wir können ihn nicht in das Mauseloch packen. Alter Schwede, die Musik nervt! Ach ja, hier ist ja noch ein drittes Zimmer, richtig. Oh, was denn hier? Eine Eistruhe. Sie ist ziemlich kalt. Okay, dann machen wir sie wieder zu. Vielleicht brauchen wir die noch. Da ist der Typ, der schläft. Da ist ein Pulli, Fernseh. Die
Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Nur 2 Millionen? Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Moment, Moment, da muss ich sofort anrufen. Ja, hi. Ja, ich hätte gern diesen einmaligen Diamanten. Ja. 2 Millionen ist kein Problem. Ja, nehmen Sie es von meiner YouTube-Money, okay? Ja, einfach von meinem YouTube-Money-Konto abbuchen. Alles klar. Jo, ciao. Alles klar, Leute. Den Diamant habe ich mir gesichert. Perfekt. So, was haben wir noch hier? Nutze Massagefinger, Zahlenschlitz mit. Ich habe doch eine Münze. Vielleicht kann ich den. Oh, nicht schon wieder. Vielleicht kann ich den ja. Wir haben ihn verrutscht. Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen mehr Münzen. Unten im Flur liegt. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Ich habe ein Konto in der Schweiz. Sie lautet 846-447-35327. Der ordert sich auch den Diamanten. Hier steht, dass das Konto leer ist. Oh, er wollte. Ja, Bernhard, nix YouTube-Money, ne? Ja, dann, wissen wir Bescheid, wir müssen also noch mehr Münzen beschaffen. Bleibt die Musik jetzt überall so laut? Scheinbar. Da ist die Tür offen, die Mumie ist weg. Es klebt am Boden fest. Es klebt immer noch am Boden fest. Vielleicht kann ich hier diese Gabel benutzen. Es klebt wirklich am Boden fest. Was ist das da? Plastikkotze. Da komme ich nicht dran. Komme ich nicht ran, dann gehen wir mal da rein. Ach so, das ist das, da waren wir schon. Okay. Der Safe ist geschlossen. Na, dann öffne ihn. Ich kenne die Kombination nicht. Okay. Wie könnte es weitergehen? Kriegen wir nicht. Haben wir irgendwas im Inventar, mit dem wir die Zähne irgendwie... Tippex, Hamster, Ink... Okay. Keine Ahnung. Da rennen die Zähne wieder weg. Okay. Keine Chance. Also wenn wir die nehmen wollen... Nix, die laufen immer weg. Zigarettenanzünder, kann ich den nehmen? Hände weg! Das ist ein ganz tolles Präzisionsgerät! Das kann ich nicht machen. Ich habe keine Ahnung gerade, wie es weiter... guck mal, die Zähne sind da in das Ding gefallen. Gitter... Nee, Gitter schließen nicht, aber der kann da nicht abhauen, oder? Ich weiß es. Die Zähne, die kriegt das Pferd. Das Pferd kriegt diese Zähne. Und dann kriegen wir vielleicht die Goldzähne. Tentakel hilft Smaragd zurück? Bürgermeister Gralit Purpur. Nein! Der stellt sich selbst als Held da. Hier wackelt immer noch alles. Hoch zum Pferd. Warte, wir sind auf der falschen Seite des Hauses. Wie kommen wir denn jetzt wieder auf die andere Seite? Ach, wir müssen jetzt einmal da oben wieder raus, durch den Kamin wieder runter und wieder hochgehen, oder was? Ist dieses Fenster eine Art Tunnel in eine andere Dimension, oder was? Abgefahren. Hä, wir sind noch da rein und jetzt kommen wir hier wieder raus. Das ist die andere Hausseite. Macht aber keinen Sinn, oder? Jetzt sind wir wieder hier.
jetzt, wenn wir jetzt hochgehen, dann kommen wir bestimmt zum Pferd. Hoffe ich. Das sieht zwar erstmal nicht so aus. Wo ist dieses Pferd? Wie finden wir das Pferd? Toll, ich bin wieder hier. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann gehen wir nochmal hier raus. Und gehen durch das andere Fenster wieder rein. Durch das gleiche Fenster, wo wir rausgekommen sind, kommen wir wieder dahin. Okay. Jetzt gehen wir durch das Fenster rein. Geht nicht. Das klemmt. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber... Okay, dann machen wir erstmal was mit den klappernden Zähnen. Was könnten wir mit den Zähnen machen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen nichts mit den Zähnen. Okay, Leute, ich bin ein bisschen aufgeschmissen gerade, weil ich nicht weiß, wie wir wieder zum Pferd kommen sollen. Aber wenn das hier ein anderes Haus ist... Ne, hier ist alles gleich. Okay. Hier ist alles gleich. Hier ist ja auch alles gleich. Habe ich hier noch irgendwas Spannendes? Kaffee. Die Zähne. Können wir die Zähne an dem Kaugummi verwenden? Nein. Okay, dann... wie sieht es da unten im Labor aus? Ist das gleich? Das ist gleich. Dr. Fred. Hamstergenerator? Jetzt müssen wir den Hamster in den Hamstergenerator setzen. Wow, schau mal. Okay, es funktioniert. Wir haben das nicht gebraucht, aber es funktioniert. Lass die Finger davon. Dr. Fred, können wir dem Kaffee nachfüllen? Entkoffinierten etwa? Jetzt. Entkoffiniert. What? Muss den Safe öffnen. Ja, öffne den Safe. Muss den Vertrag. Oh, wir müssen hoch, wir müssen hoch. Muss es für die Familie. Wir müssen hoch. Wir müssen in das Überwachungszimmer und sehen, was er da macht. Oder können wir direkt ins Büro gehen, zu ihm? Da ist ein Vertrag drin. Okay, der macht das jetzt immer wieder. Okay, dann gehen wir mal gucken, ob wir die Überwachungskamera noch kriegen. Weiter oben noch, ne? Ein Stockwerk hoch. Und die Tür, glaube ich. Da. Dr. Freds Büro. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Mist. Was können wir der Frau antun, damit die da... Oh, warte mal, jetzt ist die Seite gegangen. Vielleicht können wir nochmal versuchen. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Mist. Wie kriege ich die Alte aus dem Raum hier, die Hexe? Schubsen. Ich schubse sie. Es hat tatsächlich funktioniert. Wie dumm. Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Wie dumm ist das? Großartig. Ah. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. 57? Nur 57? Es ist kein Band im Gerät. Ist kein Band drin. Kein Band, kein Band, kein Band. Wo kriege ich denn ein Band jetzt her?
Wo kriege ich denn ein Band her? Es geht nicht. Ich weiß. Bei dem einen Typen im Zimmer, ha? Nee, hier nicht. Warte mal, wo ist denn diese... Das weitere unten? War das in dem Zimmer? Ja. Hm. Ah, wir haben die Pizza. Die Gummikotze. Oh, ich glaube, wir können die Musik jetzt auch ausschalten. Ich glaube, wir können die Musik jetzt ausschalten. Es geht nicht. Es geht nicht. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Zu schwer. Nein, die Anlage würde kaputt gehen. Hui. Oh, endlich. Endlich ist da Ruhe. So, dann gehe ich wieder raus. Das ist der Typ, der uns nicht aufmacht, ne? Hat der die Kassette hier rumfliegen? Nein, der hat nur diese Pistole da, die ich gerne hätte. Hm. Wenn man den Abzug zieht, kommt eine lustige Fahne aus der Mündung und entfaltet sich. Hm, in diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Ach ja, da brauchen wir die Münze, richtig. Der hat aber auch keine Kassette hier rumliegen. Tür schließen. Schlüssel nehmen. Tür öffnen. So, Schlüssel ist doch schon mal gut. Inhalieren Sie auch Fliegen, wenn Sie so schnarchen? Netter Raum, den Sie hier haben. Ah, okay. Ich gehe dann besser. So, was haben wir denn noch? Was können wir machen? Was können wir machen? Ach, erstmal die Gummikotze aufsammeln gehen. Gummikotze! Okay. Nehmen. Vielleicht können wir hier hinten mit dem tauschen. Reden. Hallo, was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarre. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Noch eine Zigarre? Nein. Tut mir leid. Meine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Mach's dir bequem. Warte, vielleicht können wir die Gummikotze mit Zigarettenanzünder benutzen? Nein. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Das möchte ich nicht mal anfassen. 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 Was können wir tun? Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Okay, kriegen wir wieder so auf die Nase? Ha. Ha. Was machen wir? Hier war auch nichts mehr. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zu... Upsala, fortsetzen. Wir gehen mal zu Hoagie und gucken mal, ob wir als Hoagie was erreichen können. Der Hoagie braucht die Zähne. Wir müssen die Zähne ins John O'Kron schmeißen. So kommt man zum Pferd. Das war eine andere Zeit. Das war einfach eine andere Zeit. Ich hab's nicht gerafft. Okay. Auf zum John O'Kron. Mit der Zeitstrudelkammer unten in der Toilette. John O'Kron. So, die Frage ist, welches ist das von... Achso, das ist ja egal. Benutze Zähne mit
Toilette. Okay, ich hab's weggespült. So, und jetzt gehen... Nein, jetzt gehen wir zu Hoagie. Hoagie geht runter und holt sich die Zähne. Die packen wir dann dem Pferd ins Glas. Ja, doch, da rein, Hoagie. Enge Angelegenheit. Ach nee, die steht ja draußen, das Jonokron. Ach ja, da ist auch die Mumie, die ich vermisst habe. Ich habe die Zeiten angefangen durcheinander zu bringen. Ein Paradoxon, ein echtes Zeitparadoxon. 1.21 Gigawatt. So, da ist das Jonokron. Klappernde Zähne im Klo nehmen. Jawohl. So ist gut. Wieder ins Haus rein. Mann. Wie konnte ich die Zeiten verwechseln? Und auf geht's. Jeha! Wir gehen hoch und geben dem Pferd die falschen Zähne. Noch weiter. Die Gummikotze! Dann braucht die Putzfrau länger. Oh, gerade kommt mir eine Idee nach der anderen. Sehr gut. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Was? Das ist die beste Idee, die ever. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Mein Plan war so gut. Dosenöffner, Brief. Brief. Was denn, wenn ich das Tippex mit dem Brief verwende? Das Tippex habe ich nur in dem anderen Charakter. Rote Farbe. Spaghetti. Ich will nicht. Ich will nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Dosenöffner, Bürste. Rote Farbe. Rechtshänderhammer. Ah, nee. Da sind nur wieder die Typen drin. Aber warte mal. Wenn ich runtergehe und den Kamin benutze, was passiert denn dann hier? Ja, dann komme ich wahrscheinlich einfach nur nach oben. Die Mumie. Kann ich mit der Mumie noch was anstellen? Das wäre nicht gerade nett. Außerdem könnte man mich erwischen. Das wäre nicht gerade nett. Außerdem könnte man mich erwischen. Ja, ist ja gut. War ich hier eigentlich schon in der Küche? Mit Hoagie? Ah ja, war ich. Zieheschrank. Ich kann es nicht bewegen. Gibt es, glaube ich, nichts, was ich noch tun könnte. Ne, hier habe ich schon alles gemacht soweit. Wieder raus. Ist verschlossen. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren. Ja, wissen wir schon. Hoppala. Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Ich glaube, dafür müsste ich ein Feuer machen. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Ah. Hey, Finger da weg. Das darf ich alles nicht. Vorschlagsbox. Wie kriegen wir was in die Vorschlagsbox? Wo kriegen wir eine Fahne her? Wie kriegen wir das alles hin? Ich will nicht. Ach, dieser Hoagie. Der ist so destruktiv. Der drückt überhaupt nicht hier zum Erfolg bei. Okay. Gummikotze, habe ich gesagt. Okay, wir versuchen den Gummikotze-Kram. Wir packen die Gummikotze
ins Jonokron. Haben wir noch was, das wir brauchen, wenn wir gerade so darüber nachdenken? Die Tinte könnte hilfreich sein. Zaubertinte. Das ist Zaubertinte. Ich pack sie mal mit rüber. Trichter, Kaffee, Schlüssel. Die Schlüssel packe ich auch mal mit rein. Und ja, der Staubsauger. Ja, nein, hier geblieben. Zettel, Staubsauger. So, ich glaube, Tippex noch. Wir haben Zaubertinte, wir haben Tippex, wir haben den Staubsaugerzettel, wir haben Schlüssel. Schlüssel hat er hier behalten. Ach, ich muss alles einzeln rausnehmen, oder was? Oh Gott, das ist ja nervig. Okay, Hoagie, geh mal rausnehmen. Komm, Hoagie, beweg mal deinen Hintern. Nicht so träge hier. Ja, ich gebe mir hier die größte Mühe, die Welt zu retten vor Popotentakel und du latschst da, als wäre Sonntagmorgen. Tippex im Klo nehmen. Genau, jetzt muss ich wieder zu Bernhard. Jetzt muss ich den Zettel da reinwerfen. Jetzt muss ich wieder zu Hoagie. Jetzt muss ich den Zettel nehmen. Jetzt muss ich zu Bernhard. Jetzt muss ich die Gummikotze nehmen. Jetzt muss ich zu Bernhard. Och du meine Güte. Ups. Kotze nehmen. Jetzt muss ich zu Bernhard. Jetzt muss ich Schlüssel geben. Jetzt muss ich zu Hoagie. Ich hoffe, ich gebe auch die richtigen Sachen rüber. Sonst muss ich wieder alle wieder zurückgeben. Und nochmal zu Bernhard. Ein letztes Mal. Die Tinte könnte noch interessant sein, denke ich. Okay. Hoagie, nimm dir die Tinte. So, und jetzt schauen wir, was wir machen können. Nein, bevor wir das Ganze weitermachen... Ich glaube, das reicht für heute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Seht zu, ob wir mit der Gummikotze die Putzfrau länger beschäftigen können und vielleicht dann etwas Seife von ihrem Wagen klauen. Vielleicht finden wir auch einen Weg, die Fahne zu machen. Wir haben jetzt den Staubsaugerzettel und das Tippex und die Tinte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit den Entwurf machen können. Ich meine, mich zu erinnern an die Zeit von 1993 aufwärts, als wir es gespielt haben, dass wir irgendwie in die Verfassung aufnehmen müssen, dass jeder einen Staubsauger haben muss im Haushalt. Irgendwie, warum, das dämmert mir noch nicht so ganz, aber ich meine, das war so. Von daher, schaut auch nächstes Mal wieder rein und viel Spaß. Bis dann, euer Rouge83.